Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den folgenden Videos wollen wir uns einzeln die ganzen Formularelemente angucken, die es in HTML gibt und in die wir in JavaScript verwenden können. Wir werden uns dafür zunächst einmal immer den HTML-Code angucken, den wir benötigen, und dann, wie wir von JavaScript aus auf die Inhalte zugreifen können, die der Benutzer in ein solches Formular eingegeben hat. Dazu verschaffen wir uns zunächst einmal einen ganz kurzen Überblick, was es alles an Formularelementen gibt. Hier sehen wir sie so ziemlich alle. Ich habe dieses Dokument mit einem kleinen Stylesheet versehen, so wie wir das im letzten Video schon gesehen haben. Das sorgt für diesen Hintergrund und auch dafür, dass beispielsweise die Fieldsets, die ich beim letzten Mal angesprochen habe, entsprechend hervorgehoben werden, sprich, dass diese immer von einem Rahmen umgeben sind und oben dieser kleine Text steht. Auf diese Weise sieht der Benutzer sofort, dass die vier Einträge im Fieldset Adresse beispielsweise zusammengehören. Wir werden gleich auch den HTML-Code für diese Seite sehen. Die Fieldsets selber sind natürlich nicht fürchterlich spannend. Das sind reine Strukturierungselemente, sodass ich auf die hier im Einzelnen nicht eingehen werde. Interessanter sind für uns hier die Formularelemente selber. Oben beim Namen gibt es diese Auswahl Herr oder Frau. Da muss man sich entscheiden, was man ist, und ich sollte da im nächsten Jahr endlich noch divers ergänzen. Dann gibt es zwei Textfelder, in die ein kurzer Text eingegeben werden kann, nämlich der Vorname und der Nachname. Darunter haben wir weitere Textfelder, dieses Mal für die Adresse. Da wiederholt sich so einiges, sodass wir die nicht alle durchsprechen müssen, weil es dort ja im Prinzip das gleiche ist wie oben. Danach kommen dann andere Elemente. Wir sehen eine Möglichkeit zur Auswahl des Landes, die über ein bestimmtes Interaktionselement ermöglicht wird. Dann die Auswahl der Bücher mit noch einem anderen Element. Unten haben wir dann diese Checkboxen, diese Kontrollkästchen. Und dann haben wir zu guter Letzt unten noch ein größeres Textfeld, in das man etwas mehr Text eingeben kann, sowie zwei Buttons am Ende des Formulars. Alle diese Elemente wollen wir uns im Folgenden angucken. Ich werde immer zwei Elemente, die eng miteinander verwandt sind, in je einem Video besprechen. Dabei gibt es durchaus einige Dinge, die sich wiederholen werden, sodass man in manchen Videos vielleicht Teile überspringen kann. Aber es wird auch bei jedem der Elemente immer ein bisschen was Neues geben. Wir machen das gleich wieder direkt in Live. Das heißt, ich gehe wieder hinüber in die Entwicklungsumgebung und da schauen wir uns dann an, wie wir mit diesen Dingern umgehen können. Ich habe hier schon mal einen groben Rahmen vorbereitet. Den habe ich im Grunde genommen vom letzten Video übernommen, wenn man so will. Ich habe ihn nur jetzt umbenannt. Eingabefelder heißt diese Datei jetzt eben eingabefelder.html und der Titel ist entsprechend auch Eingabefelder. Wir haben hier schon mal eine leere Funktion, speichere Daten im Kopf unseres Dokuments stehen. Das werden wir bei allen folgenden Videos immer so machen, dass da also schon mal diese leere Funktion steht. Die wird dann eben von unserem Event-Händler aufgerufen. Hier haben wir das Stylesheet, was eingebunden wird, genau das gleiche, wie wir das im letzten Video schon gesehen haben. Also soweit ist bislang noch nichts Spannendes passiert. Die Funktion macht ja auch noch gar nichts an dieser Stelle. Und die müssen wir dann eben gleich sehen, dass wir die natürlich noch aufrufen. Legen wir also los. Wir wollen hier jetzt also unser Formular anlegen. Und dem müssen wir wie immer einen Namen mitgeben. Dieses Mal wollen wir einen kleinen Buchladen hier aufbauen. Deshalb nenne ich das Formular auch Buchladen. Die ID soll ebenfalls Buchladen sein. Wie gesagt, ich vergebe die gerne identisch. Muss man nicht machen, aber ich mache das gerne so. Und als Aktion soll dann hinterher eine Bestätigungsseite aufgerufen werden, auf der dann also dem Besteller mitgeteilt wird, was er denn jetzt eigentlich gerade gekauft hat. Um die kümmern wir uns später. Wir gucken uns zunächst mal nur diese Seite mit dem Formular selber an. Alles Weitere kriegen wir dann später, wenn wir das ganze Formular am Ende, nach all den einzelnen Elementen, die wir kennengelernt haben, einmal zusammengebastelt haben. What goes up must come down. Das heißt, wir brauchen natürlich auch das schließende Formelement. Und hier hinein kommen jetzt unsere einzelnen Formularelemente. Zuallererst werden wir hier also jetzt unsere Eingabefelder für den Vornamen und den Nachnamen unterbringen. Das machen wir, indem wir zunächst ein Label vergeben, wie wir das im letzten Video auch schon gesehen haben. Und dann natürlich das eigentliche Inputfeld. Das ist das, worum es uns eigentlich in diesem Video hier natürlich geht. Das wollen wir kennenlernen. Input Type gleich Text, das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Name soll wieder Vorname sein zunächst einmal und die ID ist ebenfalls Vorname. Und dann brauchen wir dasselbe noch einmal für den Nachnamen. Und dann können wir das Formular schon mal einmal hier drüben wieder laden. Und dann sehen wir, dass das ja noch nicht schön aussah, wie wir das gemacht hatten. Deshalb hatten wir hier beim letzten Video das ja auch schon gesehen, dass wir hier kurz einen Diff-Text drumherum gemacht haben. Und wenn wir das nun neu laden, dann sieht das schon besser aus. So wollen wir das gerne haben. Damit haben wir den HTML-Teil erledigt. Jetzt war die Frage, wie kommen wir von JavaScript aus an diese Eingabe heran, die der Benutzer hier dann eben tätigt, gegebenenfalls, indem wir eben jetzt mit DocumentGetElementById, und das wird immer das Mittel der Wahl sein, was wir hier verwenden, fast immer, sollte ich sagen, dem müssen wir die ID übergeben, an der wir interessiert sind, zum Beispiel eben den Vornamen.
Und davon wiederum müssen wir jetzt den Wert nehmen. DocumentGetElement bei ID Vorname würde uns ein HTML-Element liefern. Das ist das gesamte Eingabefeld. Das ist ein HTML-Element. Das alleine gibt uns also keine sinnvolle Ausgabe. Und wir müssen eben zusätzlich jetzt sehen, dass wir davon den Wert nehmen. Also .value. Daran machen wir das genau wie beim letzten Mal. Hängen wir ein Leerzeichen an und daran hängen wir dann den Nachnamen des Benutzers an und den erhalten wir natürlich, indem wir wieder mit DocumentGetElement bei ID auf ein Element im Formular zugreifen, nämlich natürlich auf den Nachnamen. So, und diese Zeichenkette, die wir hier jetzt gerade zusammengebaut haben, die müssen wir natürlich irgendwo speichern, zum Beispiel in einer Variable namens Name. Wenn wir jetzt den Wert also in dieser Variable gespeichert haben, dann können wir ihn jetzt so speichern, dass er eben dann auch an eine andere Webseite, eben auch an die Bestätigungswebseite übergeben werden kann. Und das machen wir, indem wir hier eben nun im Local Storage den entsprechenden Wert speichern, das heißt Local Storage.setItem. Und da möchte ich das natürlich unter dem Namen Name abspeichern. Und welcher Wert soll da gespeichert werden? Naja, natürlich der Variablen, die wir gerade ermittelt haben. Soweit sieht das schon ganz gut aus. Allerdings haben wir noch ein kleines Problem, nämlich diese Funktion speichere Daten muss ja noch irgendwann aufgerufen werden. Also müssen wir hier an das Formular unseren Event-Händler noch anfügen. Das heißt, wir setzen hier jetzt einen Event-Händler ein, onSubmit, gleich und jetzt in Anführungszeichen die Funktion, die aufgerufen werden soll, speichere Daten. Und der muss dann anschließend, der Event-Händler, den wir hier programmiert haben, true zurückliefern, weil eben diese Bestätigungsseite natürlich anschließend aufgerufen werden soll. Wenn wir das jetzt hier entsprechend geändert haben, dann können wir die Seite hier drüben jetzt noch einmal neu laden, geben hier unseren Vornamen ein, unseren Nachnamen ein und können das Formular natürlich nicht abschicken, weil es keine Schaltfläche zum Abschicken gibt. Das heißt, unser Submit können wir gar nicht ausprobieren. Macht aber nichts. Um das Abschicken des Formulars kümmern wir uns ganz am Ende. Das, wie gesagt, sparen wir uns noch ein bisschen auf. Das war es auch schon. Viel mehr gibt es zu den Eingabefeldern nicht zu sagen. Wir müssen zunächst immer daran denken, dass wir im Formular für die Elemente entsprechende ID-Attribute vergeben haben. Mit document.getElementById und dann dem Namen der ID, die wir vergeben haben, können wir dann auf dieses Element zugreifen. Davon müssen wir die Eigenschaft value verwenden, wenn es ein Eingabefeld ist, also ein Textfeld, wie wir es hier gerade gesehen haben. Den so ermittelten Wert können wir dann weiter verarbeiten und beispielsweise mit einer anderen Zeichenkette zusammenfügen oder direkt speichern. Wir können natürlich auch den Vornamen und den Nachnamen einzeln speichern, ganz wie wir lustig sind. So können wir also einen beliebigen Wert aus dem Formular auslesen, zunächst einmal nur aus Textfeldern, andere Felder werden wir uns noch angucken und beispielsweise im Local Storage ablegen, um ihn dann später weiter verwenden zu können. Um die weitere Verwendung kümmern wir uns dann erst ganz am Ende, wenn wir mit allen Formularelementen durch sind. Nun soll es um Textfelder gehen. Textfelder sind ähnlich wie Eingabefelder, nur sind sie größer. Während Eingabefelder einzeilige Textelemente sind, sind Textfelder dafür gedacht, dass man auch längere Texte in sie eingeben kann. Sie bestehen deshalb aus mehreren Zeilen. Das Ganze wollen wir uns wie üblich direkt in Live angucken. Ich habe hier wieder eine Datei vorbereitet. Dieses Mal heißt sie natürlich dann entsprechend textfelder.html. Und hier habe ich auch das Formular schon eingefügt mit unserem Buchladen. Der Aufruf unseres Eventhändlers ist auch schon da. Das haben wir uns alles beim letzten Mal schon angeguckt. Soweit also nichts Neues hier. Und das Einzige, was wir an dieser Stelle neu machen wollen, ist eben, dass wir uns jetzt angucken, wie wir hier nun ein solches Textfeld hinein einfügen können. Für Textfelder verwendet man das HTML-Tag TextArea. Und wir geben dem, damit wir später darauf zugreifen können, wiederum einen Namen mit. Ich nenne es Bemerkung und eine ID. Wie üblich vergebe ich denselben Namen, wie immer der Hinweis, man muss das nicht machen, aber ich mache das gerne so. Und mit zwei weiteren Attributen legen wir fest, wie groß das Feld sein soll. Das eine Attribut heißt Rows, das gibt die Anzahl der Zeilen an, die hier enthalten sein sollen. Ich nehme einfach mal 10. Und das zweite Attribut gibt an, wie viele Spalten das Textfeld enthalten soll, und das heißt Calls, und ich gebe dem den Wert 60. Dann geht die spitze Klammer zu, das ist unsere TextArea. Und anders als bei den Eingabefeldern, die wir im letzten Video kennengelernt haben, müssen TextAreas auch ein schließendes Tag enthalten. Deshalb also hier nun das Schrägstrich TextArea ans Ende angebracht. Das können wir uns jetzt einmal angucken, wie das aussieht. Und dann haben wir hier dieses Textfeld eben nun stehen. Und auch das möchte ich noch wieder ein kleines bisschen verhübschern, indem ich auch hier wiederum eine Div-Umgebung darum baue. Und zusätzlich möchte ich um das Ganze hier noch ein Fieldset setzen. Das wird uns hinterher vor allem einen Gefallen tun,
wenn wir ein komplexes Formular haben, zu dem wir das Ganze am Ende zusammenbauen wollen, weil wir damit diese einzelnen Panels gewissermaßen in unserem Formular enthalten, also Bereiche, mit denen man eben das Formular etwas schöner strukturieren kann. Und das kann man eben machen, indem man hier eben ein Attribut FieldSet vergibt, das entsprechende schließende Tag dazu. Und wenn wir uns das dann hier drüben angucken, sieht das dann eben so aus, dass da diese Linie drumherum ist. Das habe ich eben über das Stylesheet festgelegt, dass das so sein soll. Und jetzt kann man das noch ein kleines bisschen hübscher machen, indem wir dem hier jetzt auch noch eine Legende mitgeben. Das heißt so eine Art Überschrift. Natürlich öffnendes und schließendes Tag. Und hier können wir nun einen Text hineinschreiben. Zum Beispiel den Text, möchten Sie uns noch etwas mitteilen? Und dann sieht das Ganze also so aus. Damit wären wir mit dem HTML-Code schon wieder durch für das entsprechende Formularelement. Und die Frage stellt sich jetzt wieder, wie greifen wir in unserem Event-Händler darauf zu, auf das JavaScript-Element? Und das geht erfreulicherweise praktisch genauso, wie wir das eben schon gesehen haben, nämlich indem wir verwenden document.getElementById. Und wieder geben wir die ID an, Bemerkung heißt sie in diesem Fall. Und auch davon nehmen wir wiederum den Wert, den Value, und den speichern wir eben in einer Variablen, die ich zum Beispiel Bemerkung nenne. Und damit habe ich also die Bemerkung, was immer der Benutzer also in dieses Textfeld eingegeben hat, steht nun in der Variablen Bemerkung als Zeichenkette drin. Und diese kann ich wiederum eben im Local Storage ablegen. Und da muss ich mir wieder einen Schlüssel ausdenken. Den kann ich natürlich einfach auch zum Beispiel Bemerkung nennen. Und was ich dort eben speichern möchte, ist natürlich der Wert der Variablen Bemerkung. Und damit habe ich also auch diese Bemerkung nun eben im Local Storage abgelegt. Und wenn jetzt eben, wie das über den Event-Händler ja hier vorgesehen ist, anschließend noch unsere Aktion ausgeführt wird, die Seite Bestätigung.html aufgerufen wird also, könnten wir auf dieser Seite dann entsprechend auf das Element zugreifen mit Local Storage GetItem-Bemerkung, könnten wir dann also auslesen, was der Benutzer hier eingegeben hat. Das aber, wie gesagt, gucken wir uns erst später an. Mehr gibt es zu den Textfeldern schon gar nicht zu sagen. Im Grunde genommen sind diese also ganz ähnlich wie Eingabefelder, zumindest was den Zugriff aus JavaScript angeht. Im HTML-Code sieht das ein bisschen anders aus. Statt Input verwenden wir also TextArea und müssen immer daran denken, dass TextAreas anders als Input-Elemente auch mit einem schließenden Tag versehen sein müssen. Außerdem können wir eine Größenangabe festlegen, wie groß dieses Feld angezeigt werden soll. Das war es dann für Eingabefelder und Textfelder. Tschüss, bis zum nächsten Video.